Ja, liebe Gartenfreunde, Zeit für ein kleines Update, dass ich mich mal wieder persönlich bei euch melde. Da ist nämlich bei mir auch in den letzten 2 Wochen echt viel passiert. Ja, wo fange ich an? Diese Woche, ja, oder die letzte Woche auch, die waren echt mega busy, weil da bin ich echt kaum zum Produzieren von Videos und so weiter gekommen, weil ich meinen Businessplan gerade schreibe. Und ihr wisst das ja vielleicht, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann könnt ihr bei der Arbeitsagentur eine Unterstützung beantragen, aber dafür müsst ihr quasi einen Businessplan schreiben. Also das sind dann 20 Seiten und da müsst ihr dann so drin schreiben, was ihr mit eurem Unternehmen, also jetzt ich mit Autorando jetzt machen möchte, welche Einkommensquellen erschlossen werden sollen, wer die Zielgruppe ist und so weiter. Also das ist einfach mal so eine Geschichte, dass man für sich einfach nochmal durchgehen muss, okay, hat das einen Sinn, das zu machen oder hat es keinen Sinn so. Und ja, jetzt trägt die Zeit ziemlich, weil ich muss bis zum 1.8. muss das alles in Sack und Tüten sein. Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, da bin ich jetzt gerade am Schreiben, habe Business Coaching und so weiter. Also echt super interessant. Also wenn ihr da mal vielleicht irgendwie vorhabt, sowas zu machen, da gibt es bei der Arbeitsagentur AVG-Gutscheine, Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine, glaube ich, heißt das. Und da könnt ihr so ein Coaching beantragen. Das ist echt gut. Und würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der sich in irgendeiner Hinsicht selbstständig machen möchte. Und wenn ihr dann noch jemand braucht, der einen guten Businessplan mit euch zusammenschreibt, kann ich auch jemand empfehlen, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Ja, ansonsten Leute, nächste Woche wird es nochmal busy. 2 Tage nochmal volles Coaching und dann habe ich dann so langsam wieder ein bisschen mehr Zeit für den Kanal, kann dann auch wieder ein paar bisschen mehr Kommentare beantworten und so weiter. Heute drehe ich noch ein kleines Video. Meine persönliche Vorsorge für den Winter. Was habe ich mir hier so aufs Lager gelegt? Welche Gerätschaften meine ich sind sinnvoll? Drehe ich jetzt gleich und das Video sollte dann Ende nächster Woche kommen. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und ansonsten geht es natürlich straff und in gewohnter Form mit Garten-Content weiter. Da sollte heute Abend das nächste Video kommen. Heute oder morgen, ne? Ja, das war mal so ein kleines Update von mir. Ansonsten geht es mir gut. Ich hoffe euch auch. Ihr kommt gut ins Wochenende. Heute der Himmel ist mal bewölkt. Ist mal eine schöne Abwechslung, weil also vorgestern, das war brutal. Also es waren, ich weiß gar nicht, 36 oder 37 Grad. Also ich bin da echt, irgendwie wäre ich echt älter. Ich vertrage diese Hitze echt nicht mehr, Leute. Ich vertrage es einfach nicht mehr. Aber so ist es halt. Habt ein schönes Wochenende und bis bald. Euer Robert von Autorando. Ciao.